Hier am Kupfer vorbei und hier oben rein. Auch wieder auf die Rückseite wie Eisengrade. Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge unseres Let's Play Together Satisfactory. Wieder mit dabei der Wichtelzwerg. Hallo. Wir hatten in den letzten Folgen hier so ein bisschen umgebaut, ein bisschen was weggenommen. So, jetzt müsste der hier fast fertig sein. Wir haben auch in der Zwischenzeit mein kleines Päuschen gemacht und haben hier weiterlaufen lassen. Somit ist der hier fast leer. 25 Kupferbarren noch drin. 24, gut. Das heißt, das ist gleich fertig. Was wir schon weghaben, ist ja das andere hier. Das heißt im Endeffekt, wir könnten ja schon mal beigehen und schon mal gucken, ob wir mit dem Förderband dahin kommen. Nö, kommen wir nicht. Oh, ich liebe es. Was denn? Jetzt habe ich wieder Grafikfehler. Jetzt werden mir hier Büsche angezeigt, diese vertrockneten, Aha. die schon seit Ewigkeiten nicht mehr existieren. Okay. Mitten hier, wo wir gebaut haben. Okay. Das ist nicht schön, aber. Oh. Denke mal, ändern können wir da im Augenblick nicht viel dran. Ne? Jetzt von dem oberen kommen wir dahin, ne? Ohne den zu streifen. Jawohl, das passt. Das heißt, die Kabel können dann schon mal weiterlaufen. Das sieht so aus, als wenn das schon durchgelaufen wäre. Jo, das ist fertig. Das heißt, wir können den abbauen. Wir können das abbauen. Ich glaube, dein Hund hat da irgendein Problem. So, das haben wir auch durch. Und jetzt ist aber die große Frage, passt das oder passt das nicht? Jetzt von da nach da gehen wollen, dann läuft er genau über das Band rüber. Wenn wir aber von da nach da gehen, dann passt das. Ja, das war jetzt nicht gerade unser Hund, aber naja. Wir haben hier des Öfteren andere Hunde. Okay. Ja, ich sag jetzt mal ein Wort. Hundesalon. Aha. Und wenn dann die Kunden mal einen haben, der ein bisschen mehr kläfft, dann ja. Jo. Naja, ein Hund muss auch mal bellen können. Dafür ist ein Hund.
das daran und dann sollte es funktionieren. Aber kannst du mal wieder sehen, wie sensibel das neue Mikrofon hier ist, ne? Ja. So, Kupfer habe ich jetzt so, wie ich es haben wollte. Das ist doch schön. Und ich habe gerade festgestellt, wir sind hier am Kartenrand. In welche Richtung ist der Rand? In Richtung Westen. Weil ich bin hier gerade oben auf dieser großen Plattform, die du hier gebaut hast, dieser Aussichtsplattform. Ja. Wollte mal gucken, na, ist hier irgendwie was Interessantes, was man eventuell schon sehen kann? Und ja, im Wasser siehst du richtig den Kartenrand. Okay. Ja gut, ich sage mal, es gibt ja drei Anfangspunkte. Es ist ja jedes Mal die gleiche Karte, haben wir ja nur festgestellt. Bei dem anderen, wo ich auch das angezockt gemacht habe, da war ja der Kartenrand im Grunde auch in der Nähe. Also ich denke mal, das sind irgendwo drei Punkte, die sie sich da ausgesucht haben, die jeweils ziemlich am Kartenrand sind. Vermute ich mal so. Und ich habe noch eine Schnecke entdeckt. Okay. So, jetzt wollte ich aber kurz was gucken. Und zwar, wir haben ja den Miner MK2. Dafür brauchen wir aber Stahl. Und zwar 4 von diesen Winkeln da und 10 von den Rohren pro Stück. Was ich mich frage, ob man die auch einfach upgraden kann. Nee, das glaube ich nicht. Ich meine, ich habe es nicht ausprobiert, aber nee, denke ich mal nicht. Gut, er sagt mir hier, er hat nicht genug Material, ne? Wenn ich auf den anderen draufgehe. Ja, hättest du denn genügend Material in der Tasche? Nein, habe ich nicht. Deswegen sage ich ja, er sagt mir, ich habe nicht genug Material. Sollte ich vielleicht einfach mal ausprobieren. Mir die Sachen mal holen, die ich dafür brauche. So, da brauche ich noch ein paar Kabel für, da brauche ich ein paar Stahlrohre für. Er sagt aber auch, ich brauche die mobilen Minator und die hätte ich dann ja schon. Ach, der braucht 2 davon. Okay. Ups, komm, geh raus da. Gehe ich doch mal zu meinem TÜV hin. TÜV. Jo, deinen erstmal gerammt. Hey. Ja, zahlt die Versicherung. Welche? Weiß ich nicht. Die Alien-Planeten-Versicherung. Augenblick fahre ich hier sowieso irgendwie etwas eigenartig. Ups, ist er. So, da haben wir doch auch noch Eisen. Halt! Nicht runter. Da haben wir doch auch noch Eisen, den wir abbauen könnten.
Aber das ist zu weit von dem da weg, denke ich mal, ne? Hier diese Dreierquelle auf dem Weg. Ja. Ich habe mich festgefahren. Oh nee, und keine Kettensäge dabei. Die habe ich ins Lager gepackt. Ja. Gleich eine Beschwerde schreiben. Da ist da schon so ein Seilzug dran und dann kann man ihn nicht mal nutzen. Dann machen wir das doch einfach so. Dann zerlegen wir das Ding. Ups, falsche Taste. Und bauen ihn neu. So, Werkbank öffnen. Treibstoff rein. Einsteigen. Weiterfahren. Mein Gut, dass das so einfach geht. Mit dem Zerlegen und wieder zusammenbauen. So verlustfrei vor allen Dingen. Irgendwie schon wieder fast ein bisschen zu einfach. Ja. Oh, hier geht's aber steil bergauf. So. Könnte man nicht irgendwie auch die Ansicht wechseln? Wie war denn das? Die Ansicht wovon? Dass du deinen Charakter vor der Nase hast, hier diese zweite Ansicht. Keine Ahnung. Ich hab's gerade ausprobiert mit V und mit C, was ja üblich wäre, aber da geht's nicht. Ja, C war ja in dem Spiel dieser Scan. Richtig. Habe ich auch gerade gemerkt. Ist jetzt auch nichts in den Controls drin. Aber es ging doch irgendwie. Irgendwie ging das. Meine ich. Verstehe ich jetzt nicht wirklich. Was verstehst du nicht? Na, mit dem Laden und Entladen. Das ist mir im Augenblick nicht so ganz klar. Steel Beam. Oh, 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 oh. Was ist jetzt? Da brauche ich 4 Steel Beam und Beton. Okay.
Auch 1632 Stück. Oh ja. Und ich stelle mir gerade die Frage, bin ich jetzt von der Map gefallen oder bin ich unter Wasser? Auf einmal bin ich, war ich am Fallen, hab dann aber schnell wieder die Richtung geändert und ja, jetzt stecke ich hier im Wasser drin und okay. Bin mal gespannt, ob ich wieder rauskomme. So, Stahlrohre brauche ich 20. Das sollte eigentlich weniger ein Problem sein. Hier müsste doch mal langsam wieder Festland sein. Container ist voll, Station ist voll. Cooles Ding. Gott sei Dank. Da bin ich wieder. So. Jetzt habe ich ein bisschen Kohle über. Ja, gut. Behalte ich sie halt in der Tasche. So, ich nehme mal ein bisschen Stahl mit, damit wir notfalls was unten haben. Könntest du mal in Richtung der Basis gucken? Ich fahre in Richtung der Basis, warum? Achte mal bitte auf den Radar. Siehst du irgendwas? Ja. Was denn? Irgendwelche Pinks. Jetzt sind sie wieder weg. Okay. Was war das? Klappt also. Ja, das habe ich anfangs schon gleich mitgekriegt, aber ich habe nie rausgefunden, wie das wirklich funktioniert. Alt-Taste drücken und die linke Maustaste. Und dann erzeugst du so einen Ping, wenn du jetzt irgendwie was entdecken würdest, gerade so viel Multiplayer. Ah ja, okay. Schade, dass sie nur so ein paar Sekunden bleiben und dann war es das. Ja, ansonsten musst du wahrscheinlich dann hier irgendwas hinsetzen, ne? Hast du zufällig eine Entfernung dabei? Nein. Ah, dann ist es, ja. Dann sind diese Signalgeberstäbe deutlich besser. Ja, wobei du da ja auch keine Entfernung hast, ne? Ja, aber wenigstens bleiben die konstant und nicht nur ein paar Sekunden. Das ist richtig. Aber die Idee mit der Autobahn, die war schon nicht schlecht, ne? Halt, kurz gucken, ob da was drin ist noch. Hatte ich da jetzt was reingepackt oder nicht? Ich glaube nicht, ne? Nö. Gut. Gut, gut. So, ich brauche... Was brauche ich denn? Was wollte ich denn bauen?
Dieser Industrial Beam, na, dieser da. Da brauche ich Beton für, genau, so war's. Weiß gar nicht, ob sie das Ganze am Anfang auch schon im Menü hatten, aber eine Map soll definitiv auch kommen. Ja. Weil das habe ich nicht gerade im Control-Dingens auch gesehen gehabt, hier von wegen mit Z Map öffnen. Funktioniert aber noch gar nicht. Naja, soll kommen, ist richtig. So, die 8 haben wir. Dann brauchen wir hiervon mal wieder ein paar. Gut, dann haben wir alles. So, jetzt kann ich das ausprobieren, ob es funktioniert mit dem Upgraden. Na, da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, ich auch. Produktion, wo haben wir Minator 2? Überall die ganzen kleinen Büsche und Sträuche wieder, ey, das ist doch nicht wahr. So, weißt du, was er mir sagt? Zu teuer. Mir fehlt ein Minator. Dieser mobile Minator, dieser kleine. Weil du brauchst für den großes Ding brauchst du 2. Ja, wahrscheinlich wird er den nicht mitberechnen, der da jetzt schon drin steckt. Richtig, das würde aber heißen, dass das Upgrade geht. Schauen wir mal. Ja, ich baue den ein und dann schauen wir mal. In Bezug auf die Anschlüsse für das Förderband, da wäre es hin und wieder gar nicht mal so verkehrt. So, ein mobiler Minator. Was fehlt mir da? Bisschen Draht. Ja, halb so wild. Das haben wir ja genug. So. Ich glaub, wir haben Problem. Was? Wir haben ein Problem. Warum? Die Halle vom Kupfer brennt. Hä? Ja. Oben aus dem Dach kommt richtig dicker schwarzer Qualm. Okay. Ja, dann haben sie denn die Kollisionsabfrage im Grunde nicht für den Rauch gemacht. Ja, das ist der Lüftungskanal da oben, um den Rauch abzuführen. Weiß ich doch. Aber warst gut erschrocken gerade. Ja. Also es ist tatsächlich so, er sagt mir ungültiges Ziel jetzt. Ne? Ja, oder weil ich gerade oben drauf stand. Minator Mode 2, ungültiges Ziel. Aber ich werde mal eins machen. Ich werde mal hier vorne das Förderband wegnehmen. Vielleicht liegt das ja daran, dass er etwas größer ist oder so. So. Er sagt mir trotzdem ungültiges Ziel. Dann kapp jetzt nochmal die Stromleitung. Ungültiges Ziel. Ne, schließen wir mal wieder an. Ich wollte mit dem Kupfer anfangen, weil hier bin ich noch gar nicht so weit. Das wieder da dran. Und Förderband von da nach da wieder dran. So. Na, aber eventuell kommt das ja noch. Dass das dann geht. Jo, wäre ja nicht verkehrt, ne? Ah, jetzt habe ich mal wieder 15 Eisenerz über. Hm. Aber egal, ich mache jetzt erstmal hier mit dem Kupfer weiter und tausche die Dinger aus. Damit das schon mal
erledigt ist. So, und von irgendwo muss jetzt auch noch der Strom kommen. Von da, daran. Ja, der einzige Unterschied ist, der fördert doppelt so schnell, ne? Naja, klar. Also wirklich bezahlt macht sich das auch nur mit einem entsprechenden Förderband. Richtig. Und übrigens brauchen die Dinger auch nur einen mobilen Minator. Also nicht wie ich jetzt dachte zwei, sondern zwei waren für zwei Stück. Das Förderband steht. Gut. Gut. Siehst du, weil wir jetzt ja auch gerade beim Umbau sind, vom Lagercontainer haben wir jetzt ja mittlerweile auch schon die größere Variante. Ja, nur wir hatten uns den ja schon mal angeguckt. Und das ist genau das gleiche, als wenn du zwei Stück aufeinander setzt, ne? So, und vom Preis her ist es dann auch das gleiche, als wenn du zwei Stück aufeinander setzt. Also bringt uns das eigentlich gar nichts. Nicht wirklich. Preis ist schon ein Unterschied. Der normale Eisenplatten und Eisenstangen und der große braucht ja, was sind das hier, Stahlrohre und Encased Industrial Beam. Richtig, also unterm Strich ist der sogar noch teurer. Wenn er aber wir hatten es mal auseinanderklabüstert. Im Endeffekt, er hat doppelt so viele Slots und es ist einfacher, zwei kleine zu bauen. Du hast, wenn du zwei kleine baust, hast du im Endeffekt das gleiche wie einen großen. Interessant wäre es jetzt, wenn der noch mehrere Ein- und Ausgänge hätte. Also einen integrierten Sorter hätte oder so. Dann würde sich das vielleicht lohnen, aber so nicht. So, aber du hattest mir irgendwas erzählt von wegen, man könnte ja nun auch schon die besseren Strommasten bauen. Ja. Nun, gerade hier bei Eisen, da hast du ja so viele Anschlüsse. Ja, was mich interessiert im Augenblick dabei ist, ob ich die upgraden kann.
Weil Förderband kannst du ja upgraden, aber das scheinbar nicht. Ach, dreimal Turbodraht. Turbodraht? Ja, sagt der Braucher. 88 hätten wir. Plus, ich könnte ja noch mehrere herstellen. Ja, lass es uns erstmal versuchen, ob's denn überhaupt funktioniert mit dem Upgrade. Wenn nicht, muss man das eben genau vorher planen, wo man Sechser braucht und wo ein Vierer. Turbodraht, war der hier drin? Und wenn du nur drei Stück brauchst pro Mast, dann reicht das ja. Ja, ich will nur mal gucken, ob ich es upgraden kann. Weil das wäre ja interessant zu wissen. Nee, ungültiges Ziel, sagt er mir. Also auch da wieder, man muss ihn abreißen und neu bauen. Das funktioniert scheinbar wirklich nur bei den Förderbändern. So, 1, 2, 3, 4. Genau, wir haben viermal plus das eine von da sind fünfmal Eisen. So, komplette Produktion erstmal gestoppt. Ich bin mir leider nicht sicher. Ja. Ja, das ist schön, dass sie sich nicht sicher ist. Also. Ja. Ja, wenn es ist, dann gib mir doch das Erz, dann kümmere ich mich darum. Ich pack's jetzt gerade hier noch in die Dinger rein. Hier scheint er ja überhaupt nichts mehr zu machen. Was ist das für ein Produktionszweig? Was macht der hier? Ah, der macht nur die Eisenstangen. Siehst du, und das ist nämlich das, was ich meine. Hier hinten fehlen sie und hier haben wir sie. Und das ist der Grund, warum ich das auch gesagt hatte, das müssen wir ändern. Die Produktion, die muss kombinierter laufen. Los, zieh rein. Kann ich den wegnehmen hier? Jetzt aber. So. Und reinpacken. Auch reinpacken.
Und weg ist es. So, dann kann ich eigentlich das hier alles rausnehmen, was hier noch an Erz ist. Genau. Kann es hier noch mit verfüttern. Ja, ich überlege schon und guck schon, aber irgendwie. Ja. Aber was? Irgendwie weiß ich gerade nicht so richtig, was ich machen soll. Okay. Dummerweise wird es jetzt auch dunkel. Ja, weil diese Umbaumaßnahmen auch, ja, am besten immer nur einer wirklich machen kann. Ja. Das ist ein bisschen blöde. Das stimmt allerdings. So, ich habe alles drin. Jetzt kann ich im Grunde das Ding hier, die Schmelzerei abbauen. Das auch. Hast du hier ein Fundament abgerissen? Nein. Noch nicht aufgebaut. Nee, nur so in Bezug auf Grafikfehler. Nee, hatte ich noch nicht aufgebaut. Da war vorher die Schräge. So. Aha, das ist das. Das kommt von daran. Das muss dann aber auch nach hinten umgeleitet werden. Das heißt, wir haben da zwei. Da könnte man ja tatsächlich so ein Zweier einsetzen. So, und das ist einzelner. Das kann dann erstmal hier hin. Wobei sich jetzt auch die Frage stellt, wie du das platzieren möchtest. Wieder so eng oder ein bisschen. Nee. Ich fange erstmal an und setze die fünf Schmelzer hin. Und von den Schmelzern geht es dann direkt erstmal in Container. Aber da will ich ein Ding bauen, wenn ein Container voll läuft, dass das automatisch dann in die anderen weiterläuft. Und dazu muss ich ein bisschen Platz zwischen den Dingern haben. Was willst du da setzen? Ein Splitter? Oder wie? Ja, ein Splitter und auch ein Verbinder. Also beides im Grunde. So, dann setze ich hier auch ruhig ein Zweier hin. Ja, das ist schwierig zu erklären. Ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll, wie ich das meine. Und vor den Containern Splitter und hinterm Container ein Fusionierer oder wie der Ding? Umgekehrt. Davor ein Fusionierer, damit es auch vom anderen Container, wenn es aus dem rausläuft, da kommt ein Splitter hin.
Und dann läuft es automatisch in die anderen rein und dadurch gleichen sich die Container im Grunde aus. So, das kann schon mal dahin laufen. Bitte? Hattest du das schon mal ausprobiert? Nö, das tue ich jetzt aber. So, das läuft bis dahin. Genau. Kann ich von da, komme ich da ran? Ja, geht. Und von dem gehe ich hier rüber. Und von dem gehe ich hier hin. Und von dem gehe ich da hin. Wow. Passt. Das heißt, hier kommt jetzt überall Eisenerz an. So, jetzt muss ich mal gucken, wie weit die hier sind. Eisenerz, was ich in der Tasche hatte, bin ich los. Das ist schon mal gut. So, wie sieht es mit dem hier aus? Der hat noch ein bisschen was. Also kein Eisenerz, sondern Eisenbarren. Der hat nur noch 11 Stück. Das ist gut. Dann kann ich den bald abreißen. Und der hier ist noch voll. Das heißt, da ist die Produktion auch eingeschlafen. Kann ich das Eisenerz schon mal rausnehmen und kann es auf die anderen aufteilen. Okay. Hier passiert irgendwie im Augenblick auch nichts. Doch, jetzt läuft's weiter. Kein Eisenerz, aber noch 100 Barren. Die müssen wir dann auch mal rausnehmen. Und dann kann der schon mal weg. Und das kann auch weg. Der hat noch Eisenerz, verbraucht aber gut. Der hat kein Eisenerz mehr, das ist auch gut. Hat aber noch ein paar Barren. Der hat noch Eisenerz. Wie sieht das hier aus?
brauchbaren Rohre. So. Schrauben scheinen die Container auch voll zu sein. Kann das sein? Bestimmt. Man steht ja. Schrauben, Rohre, alles voll. Rohre sag ich schon hier. Eisenstangen. Dann rupp ich den ganzen Kram jetzt ohne Rücksicht auf Verluste erstmal weg. Baue das neu auf. So, die können erstmal noch stehen bleiben, damit wir sehen, was wo lang gelaufen ist. Oder damit ich das sehe. Ist für mich dann nämlich etwas einfacher. So, aber die produzieren noch, denen kann man noch was geben hier. So, hier wolltest du ja eigentlich auch mehrstöckig bauen, oder? Hier kommt dann mehrstöckig, ja. Aber erstmal müssen wir jetzt alles fertig machen, unten was Eisen ist. So, und dann will ich auf die obere Etage, da will ich dann zum Beispiel die Stahlproduktion draufsetzen. Na, also das war ja unten im Erdgeschoss Eisen haben und dann im ersten Stock oben ist Stahl. Da fangen wir dann ja auch an, ja, das ist die große Frage, holen wir das Stahl mit dem Auto rüber oder bauen wir ein langes Förderband? Denn ich habe mir sagen lassen, also Förderband könnte man auch ohne Probleme über mehrere Kilometer bauen. Natürlich, über die gesamte Map. Ja, nein, ohne dass es Probleme mit Lagen oder was gibt, das ist das, ja, das Hauptsächliche. Auch, ja, ja. Na, wenn das ohne Probleme geht, dann ist ja gut. Dann brauchen wir nicht mit Autos hin und her fahren, denn die kommen da eh so schlechten Berg hoch. Nee, aber das ist echt kein Problem mit dem Förderband. Selbst wenn ihr jetzt mehrere hast, statt nur eins. Ja, da kann man ja ein Förderband hier, was weiß ich, MK4 bauen oder so. Ist ja nicht das Ding. Aber da hätte ich eine Aufgabe für dich. Wir haben ja oben den Container, wo es Stahl reinläuft. Moment, Stahl? Also hier, ja. Oben, genau. Läuft ja Stahl in Container rein. Dann läuft es durch die Luke raus, draußen in die Fahrzeugstation. Wenn du einfach die Fahrzeugstation abreißt und anstelle dessen das Förderband weiterbaust, erstmal ruhig ein MK1, scheißegal. Richtung Hauptbasis. Richtung hier, Richtung Hauptbasis. Also parallel im Grunde zum Kabel. Hm. So, und dass das Ganze dann auch mehr oder weniger hier hinten in dem Bereich ankommt. Dass wir immer von hinten nach da vorne arbeiten. Na, das heißt, das ist an der Hauptbasis da vorbei, hier am Kupfer vorbei und hier oben rein. Auch wieder auf die Rückseite wie Eisen gerade. Ja, entweder auf die Rückseite. Wenn du es auf die Rückseite baust, dann könntest du zum Beispiel das Förderband über die Kupferhalle drüber bauen und dann rum. Ja, wegen Höhenunterschied. Das müsste dann ja funktionieren. Musst du eben vorher Stützen bauen, damit du erstmal hoch auf die Höhe kommst und dann... Naja. Das kriegt man, denke ich, mal hin. Aber damit fangen wir in der nächsten Folge an. 50 Minuten reichen, glaube ich. Ja, schon wieder. Wir haben es wieder mal geschafft. Ja, schön, dass ihr da wart. Uns wird's freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss. Tschüss.